Georg Forster, Naturforscher, 1787 bis 1788, Papendiek 16. Georg Forster. Johann Georg Adam Forster, geboren am 27. November 1754 in Nassenhuben, heute Mockfried-Vohr bei Danzig, gestorben am 10. Januar 1794 in Paris, war ein deutscher Naturforscher, Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist, Essayist und Revolutionär in der Zeit der Aufklärung. Er nahm an der zweiten Weltumsegelung James Cooks teil und lieferte wichtige Beiträge zur vergleichenden Länder- und Völkerkunde der Südsee. Er gilt als einer der ersten Vertreter der wissenschaftlichen Reiseliteratur. Als deutscher Jakobiner und Mitbegründer des Mainzer Jakobinerclubs gehörte er zu den Protagonisten der kurzlebigen Mainzer Republik.